Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Into the Breach. Ja, beim letzten Mal hatte ich völlig vergessen, die Objectives zu machen. Es wäre wahrscheinlich auch schwierig geworden, aber also ich habe es komplett verpeilt. Ging nicht. So, wir gehen jetzt weiter zu Countridge. Defend the Prototype Rainfield Bombs. Ich hoffe, das schaffen wir jetzt diesmal. Ihr wisst ja was. Wir machen das so. Wir haben hier relativ viel Wasser, das heißt relativ viel Optionen, um die Gegner ins Wasser zu pushen. Und ein Port. Nice. Oh, wie viel Damage machst du? Und wie ist die Attack-Reihenfolge? Ein Damage. Ein Damage ist ein bisschen wenig. Wenn wir jetzt hier weggehen und hier einmal drauf schießen, dann hat... Wie sieht ja die Ohr aus? Okay, der geht zuerst. Ich denke, das klappt. Ich denke doch, das klappt. So, dann machst du das hier. Und du gibst dem Ding ein Schild. Nein! Mist! Okay, das war... Oh, nein! Ah, das Gefehle. Ah, oh, das ist schlimm. Ich bin komplett aus dem... Ich würde die Mission ganz gerne nochmal neu starten. Oh, nein. Ich wollte doch nur ein Schild geben, ich wollte... Ach. Was machen wir? Hier rüber? Das war so unnötig. Wir hatten das völlig im Griff. Ich verstehe es nicht. Jetzt haben wir natürlich 5 Gegner. Das wird immer schwieriger. Wir haben einfach zu wenig Damage im Endeffekt. Wie viel AP hat die Bombe? 1 HP. Ah. Wir können den hier wegmachen. Wir können den in die Wolke pushen. Wir kommen nicht mit allen klar. Das heißt, wir müssen... Irgendwo 2 auf 1 Streich erwischen. Klar, wir kommen hier im Grid Damage nicht rum. Aber die Bombe möchte ich auf jeden Fall, die möchte ich eigentlich haben. Du machst auch nur einen Damage, oder? Wollen wir ihn wegmachen? Wollen wir ihn wegmachen? Ja, dann ist er weg. Dann ist er schon mal ganz weg. Das ist super. Ja,
Ja, ein Damage kriegen wir jetzt die Runde. Nächste Runde wahrscheinlich noch mehr. Ah ne, er ist nicht weg. Ah! Er lebt noch. Ach, diese Mistfliegen. Die können einfach über alles drüber fliegen. Das ist so unfair. So unfair. Und hier kommen wir nicht weg. Ich denke, viel mehr als das hier können wir ja auch gar nicht tun. Leider. Hier, dem fehlt Move. Das gibt's nicht. Wir können nicht hier hin. Ah! Wir können ja auch nicht hier hin. Ah, viel mehr als das machen kann ich nicht. Dann, den hier. Aber ich hoffe, der wird, wenn er durch die Wolke Charge kriegt, dann einen Schadenspunkt. Ich glaube es aber nicht. Wir werden es gleich sehen. Nö, kriegt er nicht. Natürlich nicht. Pisser. Ah. Aber es ist echt schwieriger jetzt mit dieser Truppe als mit der letzten. So, da haben wir einen, der promoted wurde. Was ist das hier? Micro Artillery. Und Multiple Small Projectiles. Ich meine, wir können das immer ausrüsten, oder? I grid dev. Ah ne, wir haben einen Storm Generator. Ne, den wechsle ich auf jeden Fall nicht aus. Das so weit kommt's noch. Ach Mist. Hier müssten wir zweimal Power brauchen. Wir haben noch einen Reaktor. Ich denke, wir werden ihm plus 1 Move geben. Das hat uns in der letzten Runde ziemlich was gekostet. Was machen wir denn? Kill at least 7 enemies. Das könnte mit unserem Team ein bisschen schwierig werden. End the battle with less than 4 mag damage. Protect the cold plant. Das hört sich besser an. Kill. Ja, ich denke, wir machen das hier. Muss immer so ein bisschen die Mission danach auswählen, was für die aktuelle Truppe relativ gut passt. Okay, hier drin nicht stehen bleiben. Das ist relativ nice. Erstmal machen wir dieses Ding hier weg. Dann können wir den hier reinpushen. Und dann würde ich fast sagen, blocken wir noch einen Spawner. Hört sich gut an. Dann haben wir zwei Gegner in der nächsten Runde. Das müsste irgendwie machbar sein. Das sind viele Spawner. Ich würde eigentlich ihn ganz gerne mal töten, aber er steht immer sehr dumm. Er steht immer sehr dumm. Fliege wegmachen. Damage 3.
Was ist, wenn wir den hier wegmachen? Oh, du kommst bis dahin. Okay, ich denke, das geht. So, Fliege ist weg. Fliege, das Skorpion-Dingens ist weg. Fliege ist jetzt auch weg. Blocken wir den Spawn. Less than 4 Mag Damage. Das müssen wir im Hinterkopf behalten, weil das, solche Sachen vergesse ich relativ schnell mal. Ach nein, wir kommen jetzt hier nicht mehr weg. Nein! Oh, ich bin so schlecht. Oder? Du hast ja da einen guten Platz ausgesucht. Kommen wir hier rüber? Nein. Du bist eigentlich komplett nutzlos. Ach du meine Güte. Der charged hier ins Nichts. Das ist eigentlich ganz gut. Was machen wir mit ihm? Wir können hier nicht rüberfliegen. Wir können ihn in den Berg pushen. Bringt uns aber auch nicht wirklich viel. Das macht einfach einen Schadenspunkt. Ah, das ist ärgerlich. Wenn wir den Typen jetzt hätten, wenn er hier rüber gehen könnte, dann könnte der hinschießen, aber es geht nicht. Ah, dass ich sowas wieder verbockt habe, das ist ärgerlich. Wir können auch nicht im Weg stehen, um den Schuss abzufangen, das geht nicht. Ja, was soll's? Ich denke mal, wir heilen uns ein bisschen. Blocken die Spawns. Könnten hier nochmal 3 Damage reindrücken, aber das bringt nicht wirklich viel. Ah nein, das Ding schwebt! Noch ein Fehler. Oh. Oh, das ist bitter. Ah, ich glaube, das war's, Leute. Meine Güte, das Ding kann fliegen. Mit ihm kommt man hier auch wieder rüber. Ah, das war eine ganz, ganz miese Runde. Ah, ich weiß nicht, warum ich solche Dinge einfach nicht sehe teilweise. Es ist unglaublich. Es ist offensichtlich. Das Ding fliegt. Es fällt nicht runter. Ah. Mich ist einfach den Stern erwischt, aber es ist super viel Grid Damage. Okay, komm, machen wir das Corporate HQ noch, obwohl ich sehe, bringen wir es hinter uns. Ich sehe nicht, dass das noch irgendwie zu Erfolg führt, hier dieser Run. Mal sehen. Es ist nur eine Wespe. Es ist ein Fliegeding, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Den da rein zu pushen bringt nichts. Das bringt was. Ja. Und jetzt können wir den nämlich hier rein pushen. Sehr schön. Und du machst das einfach so.
und gut ist. Also ich gebe jetzt natürlich trotzdem noch mein Bestes, aber ich meine, wir haben einmal noch Grid. Es läuft überhaupt nicht und... Ich denke, wir machen erstmal ihn weg. Er stört uns eigentlich nicht. Wir könnten den Leader auch einfach eins wegschieben. Der stirbt dann. Das ist eigentlich gut. Gucken wir mal. Bisher läuft es ja eigentlich. Ach, ich bin völlig aus dem Konzept. So, du greifst da an. Du hast wieder so einen Schwebe-Move. Mistkerl. Ich würde eigentlich den hier gerne hier verwenden. Heißt, wenn wir den hier wegbomben, ich würde ihn natürlich auch gerne auf diesen Spawn bringen, das wäre natürlich noch besser, aber das sehe ich irgendwie gar keine Möglichkeit, wie das geht. Nicht resetten, undo move. Okay, das geht nicht anders, machen wir das so. Und pushen dich wieder darüber. Und nächste Runde müssen wir den irgendwie töten. Aber es kommen zwei Spawns. Das heißt, wir haben vier Gegner. Schon wieder. Er macht immer dasselbe. Okay, den hier können wir komplett ignorieren. Das ist eigentlich schon mal super. Wir kriegen den nicht tot. Ich hab's wieder verbockt. Das ist ärgerlich. Drei. Fehlt nur ein Schadenspunkt. Wir können auch nicht auf das Bergfeld gehen. Also wir müssen den hier aus dem Wege räumen. Ja, der wird in den reincrushen, wird aber nicht genug Schaden machen, leider. Naja, anyway, es ist der letzte Turn, deswegen schade. Ich hätte mehr Damage früher machen sollen, das war dumm. Aber Doom passt in letzter Zeit gut zu meiner Spielweise, leider. Ah, das war keine gute Insel. Das war überhaupt keine gute Insel. Die erste lief so gut. Und jetzt das. Ein absolutes Desaster. Eine Reaktorkur brauchen wir auf jeden Fall. Was haben wir noch? Grab a unit and toss it behind you. Prime Class können wir nicht verwenden. Repair Drop. Brauchen wir nicht. Apply a shield to nearby tiles. Braucht halt auch wieder Power, ne? Was macht das? Das ist ein Grab Hook. Braucht keine Power. Ja, der könnte uns vielleicht hilfreich sein. Das hier, die Mikroartillerie, sollten wir verkaufen.
So, Rest sieht eigentlich ganz gut aus. Dann upgraden wir mal noch unser Grid ein bisschen, weil... ja, das gab sogar ein Achievement. Schön. So, dann hätte ich ganz gerne hier mehr Damage. Das ist wichtig. Und, naja, wir hängen noch irgendwie drin im Rennen, aber wirklich gut sieht das nicht aus. Das war's erstmal mit dieser Episode. Wenn euch das Projekt gefällt, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben oder hinterlasst einen Kommentar und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.